Dann gehen wir mal nach draußen. Kann man mit der Handtasche noch irgendwas machen? Almost wish I could slip Mom cash. If I had any cash to slip. Ja, hättest gestern nicht alles Frank gegeben, dann hättest du jetzt noch ein bisschen was. Ach, da oben ist auch ein Deckenventilator. Wie viel? Oh, läuft die Zeit tatsächlich weiter? Nee, hätte mich jetzt auch gewundert. Naja, wir haben den Schlüssel im Inventar, sehen wir ja oben rechts. Da kann man nichts mehr angucken, die Bilder haben wir angeguckt. Da ist eine Tür. Was denn? Tap mal rein hier. Bla 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 bla. Hey, bist du Chloe? Steph Grinch, irgendwie, was weiß ich. Ich habe deine DVD, ich kann sie dir vor der Schule geben. Danke, bla. Okay, ist nicht so wichtig. Keine Ahnung, was das. Nee, wir verlassen es nicht. Wir kotzen da erstmal raus. I actually have to let this jackoff drive me to school. This is my life now. Kill me. So schlimm ist es doch nicht, Chloe. Klar, doch, es ist für sie sehr schlimm. Na dann auf zu David. What a piece of crap. The car, too. Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Electrode insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites. Did you not hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. What is this? Quality time? Ugh. Better just get the socket wrench and get this over with. An der Art, wie er Chloe gerade hergerufen hat, hat man schon gemerkt, was er, was für ein Typ er ist. Aber, ja, man bekommt im ersten Teil schon ein bisschen über ihn was gesagt. Mom should date literally anyone else. Und man muss eigentlich schon sagen, also ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. What's David doing, leaving stuff in our garage anyway? Does he think he's moving in or something? Ja, Chloe, das tut er gerade. Also, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. David ist in der Armee gewesen und ist dementsprechend, ich würde es sogar traumatisiert nennen und hat dementsprechend sich natürlich auch charakterlich verändert. I'm supposed to get David his stupid wrench. Ja, what the hell has happened in my life? Den holen wir auch gleich, Chloe. Wir gucken uns hier trotzdem nochmal in Ruhe um. Da haben wir ja einen schönen Feuerlöscher. Should fill this with gasoline, just in case David's car ever catches on fire. Ach, Chloe. Ach, guck mal, die Stereoanlage, die wusste dann im ersten Teil dann im Zimmer stehen hat. Yeah. The stereo used to be in Dad's workshop. I should hook it up in my room before Garbage Day gets it first. Ja, genau. Du, die rettest du ja, das wissen wir ja, ne? Ein Fotoapparat. Dad's old camera. Do they even make film for these anymore? Wahrscheinlich nicht. Noch mehr Kisten. Oh, die sind die Sachen von ihrem Vater. Uh-oh. Mom's been cleaning again. Und ein Foto haben wir auch dabei. This was the photo Mom took down from the living room. Guess we don't have room for it and David's mustache. Das ist das Hochzeitsfoto ihrer Eltern. Das ist schon hart, sowas, wenn man sowas dann wegnimmt. David's lawnmower. Maybe Mom and I like our lawn the way it is. Ever think of that? Werkzeugkasten? Dad's toolbox. He used to get so excited whenever anything sprung a leak or busted. Und danach hat das noch kaputter gemacht, oder wie? Das können ja Männer besonders gut, Sachen kaputt machen, ne?
Do these have chapters on hotwiring your mom's boyfriend's car so you can drive it off a cliff? Asking for a friend. Genau. Auf jeden Fall, Chloe. Genau. Und dann haben wir dieses komische Teil da. Das gehört dann, nehme ich mal an, dem stöhnenden David da draußen. By toolbox, did David mean this? Or did he mean himself? Ach komm. Achso. Ich habe gerade auf die Aufnahme geguckt, deswegen habe ich nicht gespannt, dass ich schon dran bin. Dann nehmen wir es mal. 50-50 chance I smash him in the face with this. 60-40. Maybe 90-10. Hm. Das traue ich dir voll zu, Chloe. Tiniest penis in all of Arcadia Bay. Dazu sage ich jetzt nichts. Aber das wollen wir mal. Das Klumpatschgedöns hier. Oh, ein Briefkasten. Cool, wusste ich gar nicht, dass man den anschauen kann. Does Max picture me pathetically checking this mailbox every 2 seconds for letters that never come? Wenn du reinguckst. No love for Chloe. Ja. Gut. Wir können ja nirgends hin. Die Nachbarschaft ist echt schön. Ich liebe solche kleinen Vorstädte in den USA. Die sind toll. Das ist echt klasse. Ja, David, stöhn hier nicht so rum. Mom should date literally anyone else. Ja, das haben wir jetzt schon mitgekriegt. A little more hustle wouldn't have killed you. See what's gunking up the works there? That's a sign of carbon deposits. No shit. You know, you could actually be good at this if you lost the attitude. My attitude is what makes me special, David. All right. Oi, oi. Akzeptieren oder hängen lassen? Ich würde mal sagen, auch wenn ich so über, also jetzt Chloe in dem Fall, total über den Typ abgekotzt habe und ich sie auch irgendwo verstehen kann, aber ich würde mal sagen, man könnte hier auch langsam mal anfangen, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Also ich würde sagen, ich akzeptiere den Fauststoß mal. Fine, whatever. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. We've already got one, but thanks. Hat es gerade nicht ernsthaft über die Toolbox von ihrem Vater gelacht, oder? Ich meine, er kann ja denken, was er will, aber das ist einfach nur mies. Ready to roll? Please don't want to talk. Please don't want to talk. I want to talk to you about something. Fuck! We don't have to like each other. But you will respect me. You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So there's some things I want to be real clear about. Oh, man. Ich finde es gerade ein bisschen Urlaub von Vaterfigur. Das ist halt ganz schön hart. Ich meine, sie hat sich ja nicht rausgesucht. Er könnte ein bisschen Empathie zeigen dafür, dass sie ihren Vater verloren hat und sie nun mal trauert. Dabei macht er sich einfach nur lustig und erwartet, dass sie ihm in den Arsch kriecht oder sowas ähnliches. Also, ich weiß nicht, ob diese Herausforderung jetzt gut wäre oder ob ich ihn einfach labern lassen soll, weil eigentlich
muss er eigentlich schon lernen zu verstehen, dass Chloe in einer Trauerphase ist, dass sie ihren Vater vermisst und dass er den Platz ihres Vaters einfach nicht annehmen kann. Das geht nicht. Er muss eigentlich schon lernen, für diese Situation, in der sie sich befindet, einfach Respekt zu zeigen. Er erwartet ja schließlich auch Respekt von ihr. Aber wie soll sie ihn respektieren, wenn er ihr den Respekt für ihre Situation auch nicht entgegenbringt? Ich finde es, ich bin gerade echt hin und her gerissen. Ich will keinen Stress machen irgendwo. Auf der anderen Seite sollte man ihn, was die Sache betrifft, eigentlich auch in die Schranken weisen. Weil er hat gerade über die Toolbox von ihrem Vater gelacht. Er ist vielleicht der Technik-Freak, ist nicht jeder so wie er jetzt zum Beispiel. Nicht jeder hat so eine riesen Toolbox wie er jetzt zum Beispiel. Aber deswegen braucht man sich nicht über die Sachen ihres verstorbenen Vaters lustig machen. Und das ist eigentlich ziemlich respektlos. Und ich würde sagen, ich werde diese Herausforderung machen. Was dabei herauskommt, weiß ich nicht. Ich hoffe, sie wird nicht versuchen, ihn irgendwie... Gut, sie wird es versuchen. Ich weiß, sie wird versuchen, ihn zu verkraulen. Aber das geht einfach nicht. Der Typ zeigt null Empathie für ihre Situation. Sie ist in Trauer, in Herrgotts Namen nochmal. Und so, wie er sich gerade verhalten hat... Ihr seht, was ich meine. Nee, sorry, ich mach das hier. Respect him? I think it's time I show this asshole I'm not interested in anything he has to say. What's clear is fuck you. Language. You are way out of line, young lady. Language? Here, let me put that in a language you'll understand. Foxtrot. Uniform. You've got a smart mouth, don't you? You can't threaten me. You know how I know? Because you just tried, and fuck you. I can crap bigger than you. Just remember that. Can you just shoot me to put me out of my misery? Or yourself? Same reason? That's enough. I won't stand for your disrespectful mouth. Regard for authority unites us. Gives us dignity. And we are better united than divided. Joyce, your mother, she's hurting, Chloe. Hurting for you. You've had it rough, no doubt about it. But all this staying out late, ignoring her command, drinking, drug use, it's making everything harder for her. You need to shape up. Get your act together. And put someone else first for a damn change. Am I making myself clear? Is it crazy if part of what David's saying makes sense to me? Ich werde dazu jetzt nichts sagen, weil ich habe die Herausforderung verkackt. Ich hoffe, ich kann das nochmal wiederholen. Aber so geht es nicht. Ich meine, klar, natürlich, Chloe verhält sich nicht richtig. Sie ist total in Rebellion und alles und drum und dran und sie tut ihrer Mutter weh und ihre Mutter leidet darunter. Sie sieht ja, dass es ihrer Tochter nicht gut geht, aber ihre Mutter versucht halt einfach nur ein schönes Familienbild aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Aber Chloe kann das einfach nicht und ich finde einfach, da sollte man ihr eben diesen Egoismus, ihren Freiraum geben, dass sie selber versuchen kann, mit dieser Situation so umzugehen, lernen kann, damit umzugehen. Und deswegen werde ich hier auf keinen Fall antworten, dass man das verstanden hat, weil das ist mir eigentlich egal. Ich finde es nicht richtig. You don't know how lucky you are to have a mother like Joyce. She's an amazing woman. Coddles you, it's true, but it's only because she loves you. Problem is, you don't learn discipline that way. Give me one chance to show her how things could be, and you'll be singing a different tune. Mark my words,
habe gehofft, ich kann die Herausforderung noch mal machen. Ich wollte den jetzt eigentlich voll runterhauen. Ah, shit. Country music? Dad loved this song. I just called to tell you that I miss you, my friend. What a beautiful day. I know what a spark plug does, jerkwad. Sie träumt gerade, ganz klar. This isn't right. Das stimmt. Wow. Jemand, sie hat Albträume, was das bildet. If Mom were here, she'd tell him to turn that junk off. Man muss nicht, als Paar muss man nicht immer denselben Musikgeschmack haben. Dad, turn it up. Picking up my lover from the grocery store. Das sind diese Momente, die ich gemeint habe. La, der Bildschirm? Ach, was braucht der immer so lange? Muss das sein? Schneller. Hey. The hell? Out of the car, Chloe. You're gonna be late. Drei Idioten. Sollen wir jetzt auch noch Danke sagen für das, dass er uns, sag ich mal, so nicht benannt hat? Ach ja. Shit. Thanks. Don't use that sarcastic tone with me, young lady. I can see you rolling your eyes. Hello? I was actually saying I see everything. I'll warn everything. Wenn er alles sieht, dann sollte er auch sehen, wie es hier wirklich geht und dann muss ich drauf eingehen. Aber das kann der nicht. Das kann der. Hello, Black Hell. Hi, Black Hell. Oh mein Gott. Hey, das sieht aus wie bei Ben and Ed. Das Poster. So, so. Dann wären wir wohl wieder bei Blackwell. Kennen wir aus dem ersten Teil. Wo sind wir hier mit Max rumgelaufen, mit Chloe. Nice. Ja. Oh yeah. Hey, Chloe. Oh. Hey, Elliot. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. People can eat a dick. Even social media haters can't ruin how awesome last night was. So, how about The Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's gonna be lame, but I was thinking, do you wanna go together tomorrow?